Warum wiegt dieser Apfel eigentlich genau 150 Gramm? Die Antwort liefert uns vielleicht die Antimaterie. Hallo Leute, heute Morgen habe ich mich auf die Waage gestellt und mich gefragt, warum zur Hölle wiege ich so viel? Die Wissenschaftlerin Concetina Sfuenti beschäftigt sich mit genau dieser Frage. Allerdings geht es ihr nicht darum aufzudecken, wie viel Blaubeerkuchen ich gestern in mich reingestopft habe, sondern ganz allgemein um die Frage, warum die Dinge so schwer sind, wie sie sind. Warum Materie zu ihrer Masse kommt. Die Professorin am Mainzer Mikrotron mit dem schönen Akronym MAMI erforscht genau das und bereitet dazu das Experiment PANDA für den neuen Teilchenbeschleuniger FAIR vor, der in Darmstadt gebaut wird. The central topic of my research is the secret of the mass. Objects in nature are heavier than they should be. So, for example, one question is, how does a proton get its mass? Dieser Frage geht die Kernphysikerin allerdings nicht alleine nach. Sie ist Teil einer internationalen Zusammenarbeit von Wissenschaftlern, die versuchen, das Rätsel der Protonenmasse zu lösen und so die Masse der gesamten Welt zu erklären. Deshalb sind sie auf der Suche nach einer geheimnisvollen Substanz. So, inside a proton, we have three quarks. Now, if we think about just as if the proton is made just of the three quarks, we will never find the mass of the proton. The proton weighs much, much more. Now, our understanding at the moment of how this proton is made is like we have, together with the three small quarks, this kind of sticky substances, which we call gluons. And now, it's like you would have the proton with the three quarks here, and then all this sticky stuff all around. And then what at the end of the day you measure is a proton, which is a very heavy object, about 1,000 times heavier than the three quarks, and it looks like this. And now, of course, you can say, okay, if you have these sticky green substances, which you call gluons, and it just stay like there, where we could also imagine that these gluons together make a particle like this one, and that is an object which is just made out of gluons, and that is what we call glue balls. Now, we never measured such an object, that would be just great, and that is what we want to do at the PANDA experiment at FAIR. Die magische Zutat für dieses Experiment ist Antimaterie. In Science-Fiction-Geschichten treibt Antimaterie Raumschiffe an. Die Energie für den Antrieb entsteht dabei, wenn Antimaterie und Materie aufeinandertreffen. Sie vernichten sich gegenseitig und übrig bleibt Energie. Das ist keine Science-Fiction, denn an PANDA nutzen Wissenschaftler diesen Prozess, um neue Materie herzustellen. Dazu lassen Wissenschaftler hochintensive Strahlen aus Protonen auf eine Zielscheibe prallen. Aus der Energie, die beim Aufprall frei wird, werden neben vielen anderen Reaktionsprodukten Materie und Antimaterie gebildet, die entgegengesetzt geladen sind. Mit einer speziellen Apparatur werden Antiprotonen herausgefiltert, die für das Experiment benötigt werden. Danach werden sie zum Detektor geleitet. So, how are we going to produce glue balls? Here you see a proton target. And now antiproton will come from the left side and they will collide with protons. Now where antimatter touches matter, everything is converted in energy. And out of this energy we will also produce glue balls. Now all around this target we will have a big detector, the PANDA detector. And now this detector will tell us what has happened. Der PANDA-Detektor selbst bringt beachtliche 700 Tonnen auf die Waage. Das ist so viel wie 4 Jumbo-Jets oder 7 Blauwale. Der Detektor besteht aus verschiedenen Messinstrumenten und Magneten. Sie zeichnen zum Beispiel auf, wie schwer und wie schnell die Teilchen sind, die aus der Energie entstehen. Damit der Detektor fertig ist, wenn der neue Beschleuniger in Betrieb geht, testen und entwickeln die Wissenschaftler schon jetzt Teile der Instrumente. Zum Beispiel kommen spezielle Kristallstäbe zum Einsatz, mit denen bestimmte Sorten von Teilchen registriert werden können. Und zwar solche, die beim Auftreffen einen Lichtblitz erzeugen. The crystal will be placed inside the PANDA detector in the position I have shown you, so that, like in optical fibers, light will be transferred from inside to outside, and then we can see what happened. Dabei entsteht ein Terabyte an Daten pro Sekunde, eine wahre Datenflut. Doch die Wissenschaftler wissen genau, an welchen Merkmalen sie erkennen können, dass ein Gluonenball entstanden ist. So thanks to PANDA, we will measure for the first time glue balls, and therefore we will uncover the secret of mass. And then moreover, at FAIR, we will have for the first time ever the highest intensity antimatter beam, and that will uncover many more secrets, and that will be great physics. Mit Antimaterie kann man also erforschen, wie Gluonen einem Apfel und meinem Bauch Masse verleihen. Apropos Masse, was sind eigentlich die massereichsten